zwar hat Gewitter im Kopf ein Video hochgeladen. Ein Tag mit Tourette. Platz 9 in den Trends. Ich bin gespannt. Geht direkt schon mal direkt mit dem Schlafen los, so wie es aussieht. Und ja, wenn es mit der Lautstärke was nicht passt, Leute, einfach reinschreiben. Wenn es laut oder zu leise, zu laut ist, einfach reinschreiben. Dann mache ich es, passe ich es an. Gut. Liegen wir los, ey. Woo! Ich bin voll müde. Diese Situation ist gar nicht gestellt. Ich schlafe ganz natürlich. Also ist es gestellt jetzt? Scheinbar schon. Oh Mann. Ich merke nicht, dass ich gefilmt werde. Gisela ist so eine schlechte Schauspielerin, oh mein Gott. Aber ich finde es auch krass, 5000 Kissen im Bett. Ich habe nur ein Kissen im Bett. Das finde ich eigentlich immer ganz besser so, aber ich glaube, ist auch nicht gesund für die Wirbelsäule. So. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass man das Kissen nur bis zur Schulter haben sollte. Also nur bis hierhin das Kissen, hier der Kopf drauf, damit der Kopf quasi die Höhe von der Schulter quasi ausgleichen kann. Genauso auch, wenn er am Rücken liegt. Also man soll nie irgendwie so komplett drauf liegen, weil ich bekomme auch immer riesige Rückenschmerzen, wenn ich mit der Schulter auch noch auf dem Kissen drauf liege und dann so komplett komisch liege, kriege ich ultra Nackenschmerzen. So, ich bin auch schon alt. Ich bin auch schon alt. Diese Situation ist sehr natürlich. Okay. Alter! Hat er wirklich geschlafen jetzt kurz? Nervige Musik auch, nervig. Platz. Bist du auch noch wach? Ich bin noch von gestern besoffen. Alter, was war denn mit 5,2 Promille in der Bahn eingeschlafen? Und ich denke an ihre Spalte. Was? Was? Er ist mit wie viel Promille eingeschlafen oder irgendjemand? Hey, Bro, mir wurde heute ein Zahn gezogen und durch den Stream auf YouTube, weil ich gelacht habe, habe ich die Schmerzen kurzzeitig vergessen. Oh, das freut mich, Luca, das freut mich. Gute Besserung auf jeden Fall dir. War ich jetzt dann rausgezogen worden oder wie auch immer? Ich habe gar kein Kissen im Bett. Ich hasse es, mit Kissen zu schlafen. Ohne Kissen im Bett zu schlafen. Okay. Also meine Ex-Freundin hat immer auf dem Bauch geschlafen, ohne Kissen. Ich könnte nie auf dem Bauch einschlafen. Richtig weird. Die hat auch geschnarcht wie noch was. Ich glaube, ich deswegen, weil so ein Bauchgelegen hat ultra geschnarcht. Ich habe nie ein Mädel so schnarchen können wie sie. Gehört wie sie. Alter. Okay, weiter geht's. Direkt, erst 5 Sekunden vom Video, direkt wieder bei Ex-Freundin lässt dann. Egal, weiter geht's. Von gestern besoffen. Alter, ein Schwarzfahrer in Köln ist mit 5,2 Promille in der Bahn eingeschlafen. Und ich Oh. denke an ihre Spalte. Die Soundeffekt auch geil. Es kann nicht besseres geben. Was ist eine Jause-Song? Ja, ne? Du bist gar nicht da. Ist ultra schlecht. Ich liebe es. Ich liebe es. Wo ist mein Baileys? Wo ist es? Gib es her. Gib es sofort her. Ja. Du bist gar nicht da. Das war so geil. Oh mein Gott, ist das gut. Einen vergammelten Apfel. Willst es? Da war ein Apfelerlebnis. Oder eher das Gammelerlebnis. Wurm drin, ja. Aber ich krass finde, wie ruhig Tim in der Kamera ist. Ich möchte schon so oft lachen, allein als Kameramann jetzt schon. Nein. Ich mache natürliche Bewegungen. Sehr natürlich. Oh Mann. Ey Leute, was auch geil wäre Gisela bei Germany's Next Topmodel. Das fände ich noch nice. So auf dem Fashion Walk oder sowas. Fashion Week Walk, so. Catwalk heißt das genau. Das wäre noch ultra nice irgendwie. Ist die Lautstärke eigentlich okay? Ist es zu leise, zu laut?
Habt ihr irgendwas reingeschrieben? Passt von der Lautstärke so? Gerne reinschreiben, wenn es passt. Dann passt. Okay, super. Dankeschön. Vielen Dank. Nein! Nein! Du nutzt Behinderte aus! Geschrieben: Hallo lieber Tim, bitte verpiss dich von YouTube, weil du nutzt nur Behinderte aus, um dir eine fette Rolex zu kaufen. Ah. Ja, da hat er dich durchschaut. Ganz natürlich. Ich esse immer Butter. Ganz natürlich. Sakrotan, nice. Der Dave auch immer rein noch. Aber schöne große Wohnung haben sie. Nochmal, nein! Daneben. Ganz natürlich. Dann gucke ich jetzt mal ein bisschen Kuchen-TV. Hä, du bist unschuldig, aber du denkst, du bist schuldig, du Arsch. Ja, gucken die gerade ihr eigenes Video oder was? Nicht! Ach, eine Reaktion von Revi, ah, okay. Die Sushi-Moschi. Im Hintergrund Revi, Gisela ist geisteskrank. Oh. Mit dir koche ich nichts, du blöde Affe. Ganz natürlich! Oh Mann, sorry. Oh, ich habe hier zwei Zahnbürsten. Was könnte das wohl bedeuten? Oh. Es kann nicht besser. Hat die einen Freund? Was geht? Das ist Haarspray, ich hoffe doch. Stylisch. So eine Frisur habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, hast du noch ein Gimbal da dran? Nice. Wunderschön. Es funktioniert. Nein. Ja. Oh, eine Nagelschere. Ach, für Jause, oder das was? Das Gute ist, ich habe ein bisschen zugenommen seit den letzten Jahren, jetzt passt die mir wieder. Ja, ist das für Karneval jetzt, oder was? Ach so. Hey, ich hätte mich auch in Karneval, ich hatte ja auch so, hab's auch so ein Ding noch, so ein ich wollte fast Dirndl sagen. Wie heißt das? Das heißt nicht Dirndl, Lederhosen, ja? Dirndl, ich habe ein Dirndl noch im Schrank hängen. Rosi, sehr gerne. Hi Linda, hi! Boom! Wer ist denn da? Oh, Hund! Hund! Hundewuff! Ha! Hi! Hi! Alles gut? Ja. Och Mann, Alter. Oh, wie geil. Oh, drehen sie ein Video mit. Ist es ein. Weil die haben die Kamera von drin. Wahrscheinlich noch Tourette beim Karneval oder so. Ich glaube, das müsste aber von der Helligkeit und so alles schon passen. Ich habe mich auch extra karnevalsmäßig angezogen. Sollen wir ein Karnevalspecial machen? Ja. Ja, das machen sie doch, deswegen haben sie die Kamera vor eingeschnallt, oder nicht? Ist das nicht so? Ja, machen wir. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Jens Mammann und das sind die Tourette-Nachrichten. So, jetzt habt ihr mal ein bisschen was aus dem Alltag von Jan gesehen.
gehe ich gerade mit Tims Hund Gassi. Naja. Du hast ja normalerweise nicht so viele Ticks eigentlich, ne? Hundefleisch. Würdest du eigentlich sagen, dass du bei deiner Katze weniger Ticks hast oder beim Henry? Tatsächlich beim Henry, weil bei der Katze rufe ich immer Katzenfleisch und hier rufe ich nicht so häufig Hundefleisch. Wie fandst du es so, die ganze Zeit mit der Kamera begleitet zu werden? Ich fand es ganz lustig, also vor allem, wo ich sie auf dem Fahrrad anhatte. Okay, dann komm, wir gehen wieder zurück. Jetzt, kein Bock mehr so, oh nein, ich bin gerade rausgegangen. Richtig traurig. Ja, Freunde, richtig traurig. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Es ist gleich Nacht. Es heißt, einen Tag mit Tourette, es ist noch gar nicht Nacht. Ja, auch lieber mal Shareprank, Mimi, komm direkt jetzt und mach die fertig. Na, Spaß. Geh jetzt saufen. Wir hoffen, wir sehen uns beiden für unsere nächsten Videos wieder. Ich hoffe nicht. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Und die letzten Worte hat Henry. Möchtest du die Zuschauer verabschieden? Okay, nein, möchte er nicht. Okay, bis später. QR-Code scannen. Nice, ja, cool, ein Tag mit Tourette, ist sehr nice mal, auch zwischendrin, aber es war nicht den ganzen Tag, oder? Morgens, ja, morgens Routine war dabei, so ein Dreh war dabei, Hundgassi gehen war dabei, okay, ja, fehlt noch Abendbrot und so, fehlt auch noch alles, also, oder war das der Abend dann noch, wo sie Rewe geguckt haben, nee, das war das Frühstück, oder? Aber ja, jedenfalls, sau cool, sowas auch mal zu sehen, vor allem auch saugut wieder mit, ganz natürlich, das ist keine gestellte Situation, wieder mega geil, Gisela wieder so ehrlich wie eh und je. Kann Jan eigentlich lügen, so rein theoretisch? Kann Jan lügen? Wir haben auch mal wieder ein Video, was die vielleicht auch mal machen könnten, so Lügendetektor-Test oder so, also ein richtiger Lügendetektor oder so, oder zumindest safe irgendwelche Sachen einfach mal dreist lügen, ob Gisela dann direkt sagt, ist eine Lüge oder die Wahrheit raushaut. Immer interessant zu wissen. Aber auf jeden Fall wieder sehr unterhaltsam. Das war wieder sehr, sehr, richtig nice. Ja, sehr gut geschnitten. Fand ich gut.